Wenn du reden willst, spendier mir einen Rum. Hast du meinen Rum? Hier hast du einen Rum. Prost! Der Suff ist das Einzige, was ich noch habe. Du bist Fischer. Ei, bin ich, aber ich habe mein Boot draußen im Sturm verloren. Seitdem habe ich nichts mehr. Ich kann froh sein, dass Patty mich noch anschreiben lässt. Ich suche einen Käufer für einen Fischladen. Und? Was habe ich damit zu tun? Wäre das nichts für dich? Du bist schließlich Fischer. Ich? Fische verkaufen? Warum sollte ich das tun? Ein Fischladen wäre genau das Richtige für einen Fischer. Das will ich meinen. Und du hast gerade keine Arbeit. Da ist was dran. Wie viel soll der Stand denn kosten? Für 300 Goldstücke gehört der Stand dir. Das ist bitter, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Was meinst du? Ich habe nicht genug Gold und brauche deine Hilfe. Was soll ich für dich tun? Pass auf, ich habe da etwas, das ist viel mehr wert als die paar Goldmünzen. Wo ist dann das Problem? Psst, nicht so laut. Es ist ein Artefakt aus den Ruinen. Verstehst du? Du lässt anschreiben, obwohl du ein Artefakt besitzt? Das kann man nicht einfach so verkaufen. Dafür kann man in die Vulkanfestung geschmissen werden. Verstehe. Aber ich würde es dir verkaufen. Für 300 Goldmünzen. Dann kann ich den Laden übernehmen. Was ist das für ein Artefakt? Ein Ring. Ich glaube, er ist ein bisschen magisch. Was ist? Willst du ihn? Wow. Ordentlich. Das ist bestimmt die Stadtnöte hier. Hey, Fremder. Du siehst aus, als könntest du einen ordentlichen Schluck vertragen. Hier hast du ein Bier. Trink erstmal ein. Das Zeug ist das Beste der ganzen Stadt. Danke. Das ist gut. Du bist sehr jung für eine Kneipenwirt. Eigentlich wäre ich gar nicht mehr hier, wenn die Weißen die Stadt nicht abgeriegelt hätten. Weil ich nicht in der Gosse leben wollte, habe ich diese Kneipe hier übernommen. Wenn ich könnte, wäre ich schon lange weg. Das kannst du mir glauben. Was genau willst du draußen vor der Stadt? Das kann dir doch egal sein. Aber wenn du es genau wissen willst, ich suche etwas. Etwas sehr Wertvolles. Was denn? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Na klar. Siehst du? Ich nehme mich auf. Du machst mich neugierig. Wonach genau suchst du? Du lässt nicht locker, was? Na schön, wenn du es unbedingt wissen willst. Ich suche meinen Vater. Sein Name ist Gregorius. Er ist Seemann. Man sagte mir, er sei auf dieser Insel. Ich bin nur allein wegen ihm hierher gekommen. Doch bisher fehlt mir von ihm jede Spur. Ich kann nur vermuten, dass er sich außerhalb dieser Stadt irgendwo auf der Insel herumtreibt. Ich werde dir helfen, deinen Vater Gregorius zu finden. Da hast du dir was vorgenommen, du Held. Aber bitte, wenn du unbedingt willst. Ich weiß nicht, ob du Kapitän Romanov kennst. Ich hörte, er sei mit seinem Kahn hierher gekommen und soll sich irgendwo hier in der Stadt aufhalten. Romanov ist auch Seemann. Er hatte oft mit meinem Vater zu tun. Also, wenn jemand wissen könnte, wo mein Vater sich aufhält, dann ist es Kapitän Romanov oder jemand seiner Mannschaft. Kommunist. Du willst also aus der Stadt. Wie soll das gehen? Das weiß ich noch nicht. Ich habe nur gehört, dass es einen anderen Weg aus der Stadt geben soll als die beiden Haupttore. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Geredet wird viel in dieser Stadt. Was wird denn so geredet über einen geheimen Weg aus der Stadt? Es heißt, dass Artefaktschmuggler hier in der Stadt ihre Ware an den Dom liefern würden. Doch die Weißen lassen kein Schiff mehr ablegen und die Haupttore werden ebenfalls bewacht. Die Artefaktschmuggler müssen einen Weg gefunden haben, den die Weißen noch nicht kennen. Verstehe. Kennst du jemanden dieser Artefaktschmuggler? Ich vermute, dass die Banditen vom Dom dahinter stecken. Aber genau weiß ich das nicht. Im Grunde versucht doch jeder, der ein Artefakt findet, es gewinnbringend zu verkaufen. Wer hat da schon den Durchblick? Ich jedenfalls nicht. Aber du kennst doch bestimmt jemanden, der mit Artefakten handelt, oder? Frag doch mal den Kerl da drüben. Sein Name ist Düter. Der versucht schon seit Tagen, seine heiße Ware zu verkaufen. Bisher allerdings ohne Erfolg.
Ich werde dir helfen, die Stadt zu verlassen. Das ist dir rührend, kleiner Held. Das haben schon ganz andere gesagt. Aber das waren nur Pfeifen. Es war keiner dabei, der wirklich was auf dem Kasten hatte. Also, wenn du wirklich einen Weg aus dieser Stadt heraus weißt, dann raus mit der Sprache. Ansonsten mach hier keine Sprüche, klar? Cool. Das ist der Typ. Will die Alte mal flachlegen? Oh, ich glaube, das geht sogar in dem Spiel. Also Frauen flachlegen. Ware Dytro. Interesse an einem wertvollen Artefakt. Wer bist du? Ich bin Schatzsucher. Heiße Dyta. Du bist einer der Drillingsbrüder, richtig? Du kennst meine Brüder? Kennen ist zu viel gesagt. Zumindest bin ich schon mal einem von euch begegnet. Dein Bruder Olf wird von den Weißen gefangen gehalten. Olf ist stark. Er wird sich wieder befreien. Ihr seid ja eine tolle Familie. Woher stammt dein Artefakt? Aus den Tempelruinen. Ist sehr wertvoll. Was für ein Artefakt hast du anzubieten? Eine Goldschale. Sehr wertvoll. 150 Goldmünzen will ich dafür haben. Okay, ich denke drüber nach. Hallo! Ja, immer. Wollen wir noch einen Schrank leer räumen? Noch einmal. Oder dran mit Wasser. Okay. Jetzt haben wir mehr Schöpferkelle. Naja, was soll's. Außen ist es mal ganz gefährlich. Ob uns das gefährlich wird? Gut, dann versuchen wir jetzt mal diesen Romanov zu finden. Oben ist bestimmt das Viertel hier, was die gesagt hatten. Hey! Warte, nicht hier. Was? Carrasco muss ja nicht alles mitkriegen. Lass uns woanders hingehen. Ins Klo hören. Boah, schon wieder Schluck auf. Ja, wieder mal sehr viel gequatscht. Ja. Komm mal hin. Hast du ein Problem mit Carrasco? Nein, es ist genau umgekehrt. Er hat ein Problem mit mir. Er guckt mir ganz schön auf die Finger. Hat Angst, dass ich hier was klaue. Ja, und? Und? Klaust du? Solange mir niemand was nachweisen kann, bin ich ein unbescholtener Bürger. Sie haben mich sogar durchsucht, aber nie etwas gefunden. Ich bin zu schlau für sie. Ich suche Arbeit. Wenn du Kisten schleppen willst, musst du zu Carrasco gehen. Allerdings glaube ich nicht, dass du solche Arbeit suchst. Und was glaubst du, suche ich? Etwas, das mit höherem Risiko und höherem Gewinn verbunden ist. Habe ich recht? Was hast du anzubieten? Ein paar von den Jungs, die für Carrasco Kisten schleppen, arbeiten nebenbei für mich. Sie lassen ein paar Teile aus dem Lagerhaus mitgehen und dafür kriegen sie von mir eine anständige Bezahlung. Aber die Idioten kriegen den Hals nicht voll. Sie verlangen das Doppelte von dem, was ausgemacht war. Aber das können sie mit mir nicht machen. Nicht mit mir. Über welche Jungs sprechen wir? Da ist Buddy, ein Arbeiter hier aus dem Hafen. Und sonst? Ingvar und Vasili haben beide keinen festen Job und helfen hier nur ab und zu aus. Die meiste Zeit sind sie in Pattys Kneipe. Was haben sie gestohlen? 5 Rüstungsplatten. Es sind goldene Stücke alter Rüstungen, die in den Ruinen gefunden wurden. Klingt interessant. Kann man die benutzen? Du meinst, um die eigene Rüstung besser zu machen? Ja. Nein, aber sie sind trotzdem wertvoll. Was soll ich mit den Jungs machen? Nimm ihnen die Platten wieder ab und bring sie mir. Wie du das machst, ist mir egal. Mir ist nur wichtig, dass am Ende die 5 Platten in meiner Tasche sind. Und Carrasco darf die Teile nicht bekommen. Am besten ist, er kriegt nichts von dem mit, was ihm läuft.